Wenn dieses Video jetzt anläuft, dann hatte ich mal wieder Zeit für die MOBA-Wohnung. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Hier aus dem schönen Bad Dürheim im Schwarzwald. Neues aus der MOBA-Wohnung, Teil 61, ja. Er musste lange warten, der Teil, ne, bis er endlich mal wieder kommt. Aber Leute, ich habe einfach keine Zeit. Ah, kommen die ganze Zeit Besucher, ne, die wollen halt hier und da was sehen. Dann muss ich natürlich viel arbeiten. Und zum anderen gibt es natürlich auch noch andere Sachen wie Messen, Familie, ne, und Freunde besuchen. Denn jetzt ist ja der Winter bald rum, also ist die Aktivität wieder hier und da größer und... Ich habe ja gesagt, ich möchte mich nicht mehr so unter Druck setzen lassen. Bis jetzt habe ich ja trotz allem Widerspruch jeden Samstag ein Video gebracht. Ich kann es nicht lassen, ne? Es ist irgendwie so dieser Modellbahnzwang. Was? Aber gut, dann gibt es halt Vorstellungen. Oder es gibt halt dies oder das oder das oder jenes, ne? Ja, lasst euch überraschen. Ich weiß, dass ihr die Neues aus der MOBA-Wohnung-Videos liebt. Das sehe ich an den Klickzahlen, ja. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr das andere auch mögt und wenn nicht. Ich werde mal eine Umfrage vielleicht starten. Muss ich mal überlegen. Weil, dann kann ich es mir auch sparen, die anderen Videos. Und da kommt halt nur einmal im halben Jahr was oder so. C'est la vie. Ja, jetzt gibt es ein Mischmaschen-Mobba-Wohnung-Video, weil es gibt mal dies oder das oder jenes. Lasst euch überraschen. Die Seilbahn, ja, die Seilbahn kommt vielleicht dran oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ihr werdet es sehen, wenn ihr das Video ganz anschaut. In dem Fall viel Spaß. Ja, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, ich war ja in Stuttgart und ich war beim Such und Find natürlich. Der hat ja sehr viel Modellbahn, ja. Also wer mal in Stuttgart ist, in der Mozartstraße, ne, der sollte beim Such und Find reinschauen. Da findet er echt das ein oder andere Schnäppchen. Er muss ein bisschen suchen, aber ich habe jetzt hier die rollende Landstraße mir dazu geholt. Hab, wie ihr seht, schon mal hier Bertschi, Milka, Schwarzwaldparadies, Kölsch und IFL GmbH Trailer drauf. Und ich habe mir jetzt natürlich noch mal einen neuen geholt vom Modell und Spielhauer in Donaueschingen. Ja. Und es kommt ja noch einer hier quasi per Post zu mir. So. Verhoek Europe oder sowas. Ne? Es war mir eigentlich relativ wurscht egal, was ich hier für LKWs drauf mache. Ja, auf die Wegen. Wichtig ist mir im Endeffekt, dass er passt. Und dass er hier hinten, das ist auch sehr wichtig, die Räder so weit frei hat, dass die Haltekeile hier reinpassen. Weil bei denen, wo der Trailer bis runter geht, sozusagen, ne, die Räder versteckelt sind, da passt das eben nicht richtig hin. Und deswegen habe ich mich hierfür entschieden. So, der nächste ist fertig. Ihr seht, eine ist noch frei. Und da müsste demnächst per Post ein Laster kommen. Oder halt, es kommen zwei, aber einer für da. Und naja, vielleicht in dem Video seht ihr es noch. Sind wir mal gespannt. Ja, hier habe ich ja gesagt, kommt das Baustellensach hin. Und Franco und Andrea, die haben mir ja damals so netterweise hier so im 3D-Drucker so Funksprechhäusle ausgedruckt. Und das kommt natürlich auch hier dann in den Bereich hin. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das hier gestalte hier. Das will ich jetzt als erstes machen. Dazu muss ich jetzt mal die ganzen Mändle holen und werde ich dann hier drapieren im Endeffekt in dem Bereich und dann gucken wir mal, was wir hier um dieses Schlüsselelement hinbekommen an Baustelle, dass ich das noch wegbekomme. Vom Prinzip her. So, jetzt habe ich hier die Gleise mal in der Zwischenzeit weggemacht und geguckt. Ich werde jetzt natürlich hier mal den Stromanschluss anschließen. Ich mache es da eigentlich genauso wie beim Gleis.
B ist blau und 0 ist rot hier. Genial, ne? So. Weil ich muss das nachher erstmal probieren, ob das überhaupt funktioniert mit diesem Bahnstrom hier. Weil wir kennen ja die Spielchen von mir ab und zu, ne? Da probieren wir alles hier und dann funktioniert nichts, ne? So, scheißendreckmäßig. Genau, und das will ich eben vermeiden, aber jetzt habe ich auf jeden Fall mal da Strom weggezwickt. Und zapp, zapp, wieder dran. So, jetzt werde ich das mal abisolieren da unten, das Stückchen hier. Und dann werde ich das mal anschließen. Nee, dann werde ich mal die Ecos anschalten und Strom drauf geben. Und dann gucken wir mal, ob das hier tut, wenn ich da was anschließe. So, die Ecos wäre angeschalten. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Faller. Teilchen. Also das würde tun. Jawohl. Das würde also schon mal mit dem Bahnstrom tun. Und jetzt gucken wir hier das von noch. Funktioniert also auch. Jawohl. Also, mit dem Bahnstrom der Ecos funktioniert das wunderbar. Das heißt, ich mache jetzt wieder das Gleis tot. Ich baue hier allerdings noch einen Schalter dazwischen, weil mir kam so die Idee, naja, wenn ich dann die ganze Zeit hier das auf Dauerbetrieb habe, wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine Lok fahren lasse oder und irgendwann denkst so, jetzt willst du filmen und brauchst es nicht, den Ton, na, dann wäre es ärgerlich, wenn es die ganze Zeit diesen Baustellenlärm hätte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich baue hier noch einen Schalter ein. Dann kann ich da klick-klick machen und den ausschalten. Ansonsten bleibt das Bahngeräusch zumindest mal im Dauerbetrieb. Genau. Gut. Jetzt mache ich Strom aus und dann geht es ans Verkabeln. Ich habe nämlich hier mir extra so eine Dose hier geholt. Hier. Und da wird jetzt alles reingebaut. Da wird auch dieser Schalter hier reingebaut, also Löchle gebohrt. Dann kann ich hier den Schalter reinbauen. Dann mache ich hier klick, 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 klick. Die habe ich auch da. Solche hier nehme ich da. Einfache Nachttischschalter. Ne, klick, 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 klick. Die kannst du schön hier reinschrauben. Und die halten gut. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich dazu. Und dann kommt die ganze Elektronik hier raus, dass nur noch die Lautsprecher quasi rauskommen. Und dann haben wir da alles versorgt. Da unten. Weil wenn da mal irgendwas rumläuft, dann reißt es mir keine Kabel ab. Genauso hier das Kabel von der Schaltung. Das wird ja quasi auch noch in Kabelkanal kommen, der hier dann unten verbaut wird. Aber das machen wir in einem der nächsten Schritte genau. Jo, was ich gerade mache, ich wurschtel hier jetzt gerade rum. Verlege hier die Kabel im Endeffekt. Hab den Schalter jetzt hier verbaut, die Dose schon mal angebracht. Das brauche ich im Endeffekt alles nicht zeigen, das ist ja im Endeffekt immer das Gleiche, ja, was man hier so tut. Ja, jetzt geht es im Endeffekt nur die Verdrahtung. Jetzt habe ich einmal den Schalter hier verbaut, getestet, der funktioniert. Also ich kann hiermit alles ausschalten, wenn es nervt. Genau, das ist das Wichtige an der Geschichte. Ja, jetzt habe ich noch ein zweites Loch hier gemacht, weil ich versuche hier ja, wo haben wir, hier diesen Taster vielleicht zu verbauen. Einfach, dass ich hier drauf drücke und dann löst der Faller Ton aus, der Tremor, weil der ja so ist, ich drücke, dann hört er auf, dann kann ich loslassen und dann kann ich wieder drücken. So ist der im Endeffekt geschalten. Wenn der im Dauerbetrieb bleibt, der Tremor, dann geht er nicht mehr. Tutet dann einmal, tutet er und dann war es das. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Deshalb ja, baue ich jetzt hier kurz weiter und melde mich nachher wieder. So,
Ihr seht das Gewurstel hier. Ja, so sieht das jetzt aus. Deswegen habe ich auch dieses Kästle genommen. Einfach weil das Ganze nachher verschwunden ist. Das machen wir gleich. So, ich habe es jetzt mal ausgeschaltet, weil ich den Strom an hatte. Also wenn ich jetzt einschalte, dann geht die Baustelle los. Ich mache es jetzt mal aus und wenn ich hier eben drücke, dann geht nichts mehr. Vorführeffekt. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Ja, ich bin blond. Hab's gemerkt gerade. Ganz einfach, weil ich habe ja da die Hauptleitung drauf. Die da, ne? Wenn ich da jetzt ausschalte, dann ist alles aus. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt hier einschalte, dann geht der noch Lärm an. Und wenn ich hier drücke, dann geht das Fallerteil an. Also, es funktioniert. Und damit habe ich jetzt komplett den Strom weg. So, und jetzt müssen wir da bloß noch gucken, dass wir die ganze Chose hier verlegt bekommen. Dass hier der Deckel drauf kann. So. Zap, zap. Testen wir. Funktioniert. Jawohl. Und somit habe ich jetzt quasi alles hier in diesem Kästelein drin. Die zwei Schalter hier dran und wieder eine Gimmick-Sache mehr. Da hinten hängt es noch ein bisschen. Warum? Warum? Achso, weil da, Moment, ein bisschen die Teile rausstehen. Jetzt, weil ich musste da hinten einschneiden. Jetzt ist es zu. Wunderbar. Eine Baustelle fertig und jetzt können wir ja dann hier weitermachen. Da können wir ja dann den Kabelkanal so legen, dass dieses Kabel hier auch im Kabelkanal verschwindet. Müssen wir mal gucken. So, wir sind mal kurz wieder hier, denn der Postbote hat nicht geklingelt. Nee, ich musste auf der Post abholen, der Dubel. Nicht mal eine Marke damit drin lassen, obwohl er hier ja gebabbert hat, aber egal. So, was haben wir hier drin? Wir haben hier zwei LKW drin. Einmal diesen hier, ne, Rainer, guck mal. Und diesen hier, ne, Rainer, kennst du auch, ne? So. Jetzt bin ich mal gespannt. Der hat nämlich gesagt, die sind von Herpa. Und das ist hundertprozentig kein Herpa. Das ist Magic. Ja. Ist kein Herpa. Egal, es war ein günstiger Kauf. Wollen wir mal nicht so sagen, weil wer ist Märklin? Märklin. Was rede ich jetzt? Märklin? Bloß weil ich den Waggon gerade gesehen habe. Wer ist Herpa gewesen? Sag mal. Also, so rum. Dann wäre bestimmt der Preis auch höher gewesen. Aber mein Blue Brother, der hat ja mir die gesagt auf der Messe, dass er die auch hat. Und das ist. Ich kann es nicht entziffern, was es ist. Also, Herpa ist auf jeden Fall nicht. Da sind noch die Spiegel dran. Müssen wir gleich mal kleben. Tja, das heißt. Ich werde jetzt mal schauen, welcher von diesen Zweien auf die letzte rollende Landstraße kommt. Entweder mache ich den hier drauf, der natürlich sehr kurz ist, aber auch nicht schlecht aussieht. Oder ich mache den hier drauf. Ah, der hat natürlich Gewicht. Ja.
Der würde ganz drauf passen, aber der hat natürlich vom Führerhaus her, weil es komplett aus Metall ist, ganz schönes Gewicht. Ja, daran merkt man schon, dass es nicht Herpa ist. Herpa wäre komplett aus Plastik. Herpa macht keine Metallmodelle. Da wird das Magic wahrscheinlich irgendwas von... na, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, ich komme nicht drauf, wo die ganzen Metalldinger her sind. Ihr wisst bestimmt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich mache den hier drauf. Das ist wirklich so... Ja. Ja, ich werde den hier drauf machen. Der ist zwar etwas wirklich kleiner. Oder ich tausche die Maschine. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Mal gucken, ob das passt. Wenn das passen würde, wäre das natürlich cool. Dann könnte man den so draufsetzen. Wäre jetzt auch nicht schlecht. Dann hätte ich diesen hier. Ne? So. Könnte ich dann irgendwo auf die Anlage stellen. Grübel, grübel. Wir werden es sehen, wenn der Zug komplett ist. So habe ich mich jetzt entschieden. Diese Zugmaschine und dieser LKW. Einfach, weil er leichter ist und ich keine Probleme haben will. Nachher, ne? Deshalb ist jetzt dieser Drill-Laster auf der rollenden Landstraße drin. Genau. Da drüben habe ich noch einen anderen. Eben, den habe ich ja schon mal gezeigt auf meinen Kanälen. Der muss nochmal gepimpt werden. Ansonsten ist die rollende Landstraße jetzt fertig. Jetzt kommt noch der Waggon. So, dieser Ralpin Waggon, ne? Der kommt natürlich jetzt davor. Das heißt, so wird es die erste Konstellation sein. Sprich dieser und dann der Drillwagen, ne? Gibt wegen Angleichung, so. Ja, jetzt kommt es darauf an, was für einen Look vor den Zug kommt. Ich habe ja die Optionen, eine ESU 218 TE oder eben eine ESU 218 Dunkelrot, Weinrot, ne? Oder die V220 von ESU, Ozeanblau, Elfenbein. Wir können mal schreiben, welche ich da davor sitzen soll. So, weiter geht's hier an der Baustelle. Naja, ich muss ja zunächst einmal jetzt hier grauer Boden machen. Das hat einfach den Hintergrund, weil ich ja hier nicht überall schottern kann während der Baustelle. Will ich also hier grauer Boden quasi haben. Und eben auch diese Teile hier, wo danach die Baustelle stattfindet. Dass ich hier dementsprechend eine Grundfarbe habe. Genau. Das geht ja fix. Und dann lassen wir das trocknen. So, alles grau angepasst. Jetzt heißt es trocknen. Ich will ja dann quasi Schotter machen, bis quasi hier zum Signal ungefähr. Und da ungefähr dann den Radlader positionieren, der da den Schotter weggeschoben hat. Ein bisschen aufgetürmt dann hat da. Und dann kommt quasi in diesem Bereich hier die Baustelle hin. Ob ich da jetzt alle hier hinstelle oder ob ich da auch welche da hinstelle, noch drauf oder Männchen, das sehen wir dann. Ja.
das ergibt sich dann natürlich Stück für Stück aus der Situation. Aber jetzt heißt es mal trocknen. Ja, was ist weiter hier passiert? Ich muss eine Baustelle markieren, also muss da ein Rohr hin. Jetzt habe ich da ein Rohr hingebaut, ne, schon braun angemalt. Und ich habe da ganz einfach ein Röhrchen genommen, ne, so ein Blaschig-Röhrchen. Einmal in der Hälfte abgeschnitten und dann quasi draufgeklebt. Und jetzt kann man da richtige Rohrleitungen quasi legen. Also ich werde da noch weiterlegen, dann ein Stück so, hier noch, natürlich nach vorne oder so. In Richtung der Brücke vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Oder ich lege hier drüben weiter. Und da macht noch Bauarbeiter hier hin. Da sind ja dann keinem die Grenzen gesetzt. Ja? Da kann man ja seine Fantasie walten lassen, wie es aussehen könnte. Ja. Und dann werden hier natürlich jetzt dann nachher die Bauarbeiter drapiert. Natürlich wird das überschüssige Farbe wird natürlich weggemacht. Da kommt ein bisschen Sand hin oder so. Irgend so eine Sandfläche hier drunter noch. Muss ich mal schauen, was ich da mache. Hier drüben in dem hinteren Bereich kommt ja, wie gesagt, der Schotter hin. Ja, der quasi, wie ich es ja schon erwähnt hatte, dann mit diesem Radlader hier so, der steht hier einfach so. Der hat den Schotter hier aufgetürmt. So stelle ich mir das vielleicht vor ein bisschen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich doch diesen Riesen nehme oder vielleicht einen kleineren. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich auch einen kleinen Mini-Bagger, der dann da im Schotter steht. Ich muss mal schauen. Und ja, dann habe ich ja noch diese Häuschen im Endeffekt, die hier ja stehen sollen. In welcher Position die dann sind, weiß ich nicht. Muss ich mir mal belegen. Habe ich ja noch Zeit. Und dann habe ich eben hier noch so eine Kreissäge mal da, beziehungsweise hier so ein Anmischer, ne? Den braucht man ja auch oft hier an Baustellen, um zum Beispiel hier jetzt was zu betonieren oder so, ne? Das habe ich auch mal in Erwägung gezogen, aber ich weiß noch nicht, ob ich es verbaue. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wie sich das weiterentwickelt hier. Genau. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, ich achte ja immer auf Schnäppchen und ja, man muss ja auch sagen, wenn ja manche immer sagen, du hast zu viel Geld. Nein, um das geht's gar nicht, ja, sondern es geht einfach um die Geduld. Denn wenn man ein bisschen wartet, gibt es doch den einen oder anderen Händler oder Privatmann, der sagt, ich will den Artikel nicht mehr. Ja, ich verkaufe ihn. Und er verkauft ihn dann nicht zu einem Preis, wo, ja, sage ich mal, übertrieben ist, ne? Sondern zu einem annehmbaren Preis. Oh, ist aber nett. Ein paar Gummibärle hat man auch selten von Privatleuten, ne? Weil manche denken ja, wenn eine UVP zum Beispiel jetzt bei 50 Euro liegt, ja, und ich habe den Artikel bei mir zu Hause, mir gefällt er nicht mehr, dann kann ich ihn für 500 verkaufen oder so, jetzt übertrieben gesagt, ja. Und andere sagen halt, okay, ich habe den bei mir gehabt, den Artikel, ne, ich will ihn aber nicht mehr, ich verkaufe ihn jetzt für 30 Euro. Und genau so Schnäppchen warte ich. Super, echt super. Manchmal kürzer, manchmal länger, manchmal geht es gar nicht auf, das Klebeband. Hat er gut zugebeppt. Egal, mit Gewalt geht alles. Manchmal kürzer, manchmal länger. Und man kommt zu seinem gewünschten Artikel, den man vielleicht verpasst hat oder sich in dem Moment nicht leisten konnte oder. Also super Verkäufer, hat ihn echt super eingepackt. Ja, so. Tada! Da ist er. Der Obi Silber N-Wagen, ja. Ich wusste nicht, ob ich ihn nehmen soll oder nicht und jetzt habe ich ihn zu so einem unschlagbaren Preis gehabt, dann musste ich zuschlagen. Ja, falls der Verkäufer hier zuschaut, Dankeschön. Ja, danke für die Gummibärle. Super Deal. Werde ich mir jetzt gleich schreiben, weil das mich freut. Ja, so Schnäppchen mache ich halt, ne? Und so wächst halt die mobile Eisenbahnanlage bei mir. Ja, oder der Fuhrpark.
Es gibt aber auch andere Wege, die man ums Verrecken nicht findet, ja. Ich suche ja immer noch ein paar Kühne und Nagel Schiebewagen. Die haben so drei versetzte Schiebeaufsätze drin. Drin sind so Metallwalzen. Da habe ich bis jetzt einen. Ja, die sind wie vom Erdboden verschluckt. Nirgends gibt's einen. Den musste ich aus Frankreich mir holen für teuren Versand, ja. Dass ich so einen mal ergattert habe. Aber ich weiß nicht, warum die so vom Erdboden verschluckt sind. Hat da Märklin bloß 5 Stück hergestellt oder so? Weil ich weiß zum Beispiel, Sven Eisenbahner in Hamburg oben, der hat auch einen. Gibt ihn aber auch nicht her. Würde ich auch nicht. Ja, also ich suche so noch 3 Stück. Dann habe ich so einen Viererverband zum Rangieren. Das geht mir einfach nur ums Rangieren nachher. Aber was heißt, ich habe überall die Lauer gelegt in allen Zentren, wie man so schön sagt. Ne? Ich will jetzt keine Namen nennen. Wer nicht bezahlt, bekommt auch keine Werbung. Genau. Nee, da werde ich dann informiert, wenn so ein Artikel mit dieser Artikelnummer oder mit diesem Namen auftaucht. Manchmal funktioniert es leider nicht, weil irgendwelche Idioten, ich muss wirklich sagen, Idioten, irgendwelche falsche Artikelnummern angeben bei ihren Artikeln, ne? Und dann taucht es bei mir plötzlich auf und ich denke, hey, wieso kommt da jetzt ein Personenwagen raus? Und ich gucke auf die Packung und auf der Packung steht riesengroß die Artikelnummer drauf. Nee, in der Beschreibung steht eine ganz andere. Also ich weiß nicht, was da manchen in den Köpfen vorgeht. Lesen die nicht, Artikelnummer steht da, dann trage ich die oben ein. Nee, die denken sich, das könnte, glaube ich, die Artikelnummer sein. Ich weiß auch nicht. Einfach mal drauf achten. Unnötiges Ärgernis, sowas. Ne? Da kriege ich die ganze Zeit Benachrichtigungen, guck rein und bin dann so, ja, endlich. Oh, wieder ein falscher Artikel. So, jetzt flippt aber irgendjemand hier aus! Naja, machen wir weiter. So, ich war im Bauhaus und hab mega großen Kabelkanal geholt. Ne? Und der soll jetzt eben dann da unten hinkommen. Da sollen dann die Schalter drauf, weil im Endeffekt ist der Schalter ja so groß hier, ne, dass der diese Fläche hier braucht. Ja. Und ich hoffe, das geht in der Tiefe auch glatt. Sonst muss ich da hinten noch einen Schlitz bohren. Oder ich bohre auf die andere Seite hin. Mach da eine Aussparung, ja, und lass hinten dann im Bereich... Ah, ne, das sieht doof aus hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werde ich das jetzt zurechtsägen hier. Und ja, dann schauen wir mal, wie es aussieht und wie staubig es wird. Was machen Sachen? So, dran ist er, der Kabelkanal. Jetzt kann ich da die Kabel verlegen und überlegen eben, wo ich da die Schalter hinbauen werde ungefähr. Muss ich mal ausmessen und dann hier und dann bohren, sägen, die Schalter einsetzen und wenn ich das soweit habe, dann melde ich mich nochmal, weil es ist eh langweilig zum Filmen. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Schalter ist verbaut. Da ist er drin und ja, meine Uhr sagt, geh ins Bett. Also machen wir Feierabend für heute. So, da sitzt der Partner in dem Stühlchen im Schwäbischen Eisenbahnlereich. Ne? Ja, wir stehen gerade in Verhandlungen, ob der Markus mit mir in Zukunft der Leberkästtag macht. Ja. Aber wird zwar nicht so regelmäßig dann, aber guck mal, ja, so Baden-Schwaben-Leberkästtag. Bist du nicht, brauchst du nicht. Ja, Fleischkäse-Wicke. Ja. Ja, war halt so eine Idee von mir, er hat es nicht wollen, dann lassen wir es bleiben. Das halten wir mal im Hinterstübli. Aber es ist immer wieder schön hier, diesen Badener Schwabentalk zu haben. Genau, wunderbar. Baden-Feed-Schwaben oder Schwaben-Feed-Baden, wie man es nimmt, ist ja egal.
ist ja witzig. Wir haben immer was zum Quatschen. Eben. Und es macht Spaß hier, ja. Und das funktioniert. Ne? Und auch wenn wir so landestechnisch kulturell unterschiedlich sind, funktioniert das trotzdem. Man sieht es ja schon, ne? Wir haben ja schon von Anfang an unbemerkt, das ist also nicht abgesprochen gewesen, ne? Ja. Wir haben die gleiche Latzhose, ne? Genau, genau. Das ist mir aufgefallen dann mal, ne, wo ich gesagt habe, geil, die habe ich auch. Ja. Das ist noch von meiner Firma früher. Ja. Und das ist von meiner Firma früher. Eben. Das war meine Arbeitskleidung. Mittlerweile habe ich jetzt eine Lokomotive drauf, weil die Leute gesagt haben, das ist ja blöd, da ist ja nichts drauf. Aber so weit bin ich noch nicht. Ja. Also das irgendwann vielleicht mal. Baden hat den Vorreiter gemacht. Ja, genau. Nein, Spaß beiseite. Ja, was gibt es im Schwabeländle Neues? Ja, im Schwabeländle geht es streng vorwärts. Also, ihr habt ja jetzt schon hier verschiedene Projekte gezeigt. Die Schlucht habe ich dir gezeigt. Oh ja, die ist brutal. Die Burg hast du gesehen, das Dreieckschiff hast du gesehen. Also wenn ich die Schlucht sehe, da ist die Badener Schlucht da. Ja. Jeder baut seine Schlucht so, wie er will. Nein, das ist ja das Wichtige am Modellbau. Ne? Jeder kann bauen, wie er will und wie es ihm Spaß macht. Genau. Und das kommt drauf an. Und nicht Wettkampf, ich muss es besser und schöner haben wie der andere. Nee, das ist ja nicht der Gewinn. Der Gewinn sind wir nicht antreten, wir wollen einfach den Spaß, den wir haben, vermitteln. Richtig. Die Freude, die wir beim Bauen vermitteln und vielleicht der eine oder andere Tipp mal geben. Genau. Wie man es machen könnte. Keine Besserwisserei, einfach nur seine Erfahrungswerte rausgeben. Genau, genau. Das ist wichtig. Und das ist egal, ob das aus schwäbischer oder aus badischer Seite kommt. Wir wollen keinem da irgendwas bevormunden, sondern das, was wir an Erfahrung haben, das wollen wir halt zeigen. Genau. Und nichts anderes. Genau, genau. Und ich finde es ja auch interessant, hier dein schwäbische, wie heißt, Zugkraft-Test, den finde ich phänomenal geil. Zugkraftversuch. Ja. Hätte können von einem Badener stammen. Nein. Schade. Da geht es dann noch weiter. Also mir hat einer geschrieben, der Jürgen hat mir geschrieben, Zugkraft ist genügend da, wenn die Lok den Leberkäse vom Weg zieht. Erläuterung. Das ist so lustig. Ja, das hat schon Welle geschlagen, weil mir da so viel Spaß dabei hätten bei dem Rumprobieren und Rummachen. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Und da bin ich auch noch nicht fertig. Da geht es jetzt nochmal in die nächste Phase, wie man das. Und ich stelle mir dann auch so vor, dass ich zum Beispiel hier in das Regal immer so die Lok nachstelle, die gerade die beste Zugkraft hat. Oh, auch nicht schlecht. Die Lok des Jahres. Die Lok des Jahres. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das geht voran, ein vorrangiges Thema. Bei mir ist jetzt Rockrail. Da zeige ich aber auch nicht immer alles. Ich habe jetzt den Gleisplan eingegeben, ich habe die ganze Blockstelle eingegeben. Morgen kommt der Berg und nimmt das ab und auch nicht. Gucken wir mal, wie du da warst. Wie ich da abgeschnitten habe. Und dann geht es eben dran, wenn der sagt, okay, so passt es, dann geht es eben dran, ein Hardware-Rückmeldegleise bauen, einsetzen. Und dann müsste es dann funktionieren. Man darf gespannt sein in deinen Videos. Genau. Und zur Abwechslung mache ich dann immer halt so Landschaftsgeschichte. Schlucht, Dreieckschiff, Burg, meine Stimme ist gleich weg. Burg, so dass es nie langweilig wird, sondern immer spannend bleibt. Das ist ja auch wichtig. Und das ist ja das Schöne, ne? Da hat man wegen Abwechslung reich. Ne? Ja. Ich gucke ja immer viele Videos an. Ja. Ja? Wenn ich auch nicht jedes Video kommentiere, aber ich gucke fast alle an. Ja? Ich habe jetzt sogar das Premium-Abo bei YouTube jetzt endlich gemacht, dass ich diese scheiß Werbung weg habe. Okay. Ja, weil das geht mir so oft, da sagt, das kostet was. Ne? Ja, ja, das kostet. Das kostet, glaube ich, 22,90, weil ich habe Familientarif da. Oh, ja. Nee, pro Monat. Okay. Oh, jetzt wird's ernst, Leute, jetzt wird's ernst. Pro Jahr war gut. Okay. Nee, aber. Es ist scheinbar blöd, wenn du halt die Videos guckst und mittendrin plötzlich zack, Werbung. Ja, das und du kannst die Werbung ja nicht mehr wegmachen und die geht ja teilweise 19, 20 Sekunden und das ist halt ärgerlich. Das ist immer lästig, aber gut, so finanzieren die sich halt. Was du gerade aufgegriffen hast, man guckt sich viele Videos an, aber ich habe auch schon viele Kommentare gekriegt, wo, ja, ich habe ein Video, musst du dir angucken. Ich mache das auch, aber ich kann nicht
immer einen Kommentar schreiben. Es sind so viele Kanäle, die man abonniert hat und immer wieder sporadisch mal reinguckt. Aber ich verfolge das alles. Ja, meine Frau regt sich schon auf, wenn ich dann immer abends im Bett die ganzen Videos angucke und so, ja. Kann jetzt nicht mal schlafen, mach jetzt mal aus. Nee, aber irgendwann muss man die Zeit finden. Ja. Im Nachtdienst gucke ich meistens welche an, wenn ich Zeit dazu komme. Ne, während der Arbeitszeit. Genial, ne? Während der Arbeitszeit, oha. Ja. Das war nicht zu laut sein. Nee, man hat ja immer, wenn man keine Einsätze hat, die Freizeit sozusagen und da guckt man halt Videos an, ja. Aber manchmal kommentiere ich. Meistens kommentiere ich auch ein bisschen die Videos, die wegen weniger Abonnente haben, dass die Reichweite ein bisschen hochgeht oder der Algorithmus sozusagen. Ne? Aber mittlerweile ist es so schwierig, das zu beeinflussen mit Abonnente, mit Algorithmus, ja. Wer sieht die Videos. Ja? Man müsste eigentlich so viel am Ball bleiben. Ich merke es jetzt wieder durch die Livestreams mit der Tunnelbohrmaschine, geht es wieder hoch. Ja? Ich glaube nicht. Aber um das geht es ja gar nicht. Es soll ja Spaß mache und solange es mir noch Spaß macht, die Videos zu drehen, kommen auch noch welche. Ja. Wenn ich halt Stress habe und keinen Spaß mehr habe, kommt nichts mehr. Was? Ja, zum Beispiel ist Freitag, heute lade ich nochmal das Video hoch. Freitags. Aber jetzt bist du da, du bist wichtiger, wie das Video hochladen. Nice. Also, das Video kommt dann halt erst wieder am Montag. Ja, genau. Aber es ist halt so. Ja, und wir gehen ja heute zu noch. Genau. Deswegen, Shopping. Weil die haben ja einen Garageflohmarkt, ne? Ja, ich habe es ja angekündigt. Genau, ne? Genau. Und da sind wir mal gespannt, ob der Geldbeutel leer wird oder die Tasche voll oder ob es so ist wie das letzte Mal, dass ich mit 3 Pack Männle eingehe. Das ist aber auch alles völlig egal. Na, wir werden gespannt sein. Ich werde es nicht filmen. Ich denke mal nicht, nein. Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ja, ich filme ein bisschen in dem Kamera mal mit, weil ich hab's noch nie gefilmt, weißt du? Und, mal gucken. Ja, es ist halt immer das Gleiche. Das ist wie mit dem Messer auch, ja. Ich war jetzt in Mannheim das erste Mal, da war das wieder ein interessanter, ne? Aber wenn man in Friedrichshafen ist, ist es das Gleiche. Oder nach Dortmund gehe ich dieses Jahr auch nicht, weil das ist auch das Gleiche. Das ist einfach. Ich werde nach Leipzig gehen. Wann ist die? Irgendwann im Herbst. Okay. Also da gehe ich hin und zwar auch aus dem einen Grund, weil mein Onkel in Leipzig lebt. Gut, dann passt das. Der ist schon ein paar Jährchen über 80 auch. Und den will ich da auf jeden Fall besuchen. Das ist eigentlich der vorrangige Grund, warum ich nach Leipzig gehe. Aber eben die Messe auch. Ja, das ist wichtig. Und ich meine, letztendlich die Messe, man trifft Leute, von den Aussteller her ist es aber halt immer dasselbe. Vom Prinzip her, ja. Die Neuigkeiten sind eigentlich alle raus. Ja. Das heißt, in Dortmund wird uns nichts Neues erwarten. Nein. In Dortmund gibt es halt auch viele Verkaufsstände. Ja, aber ja. Das hast du mal sehen. Das habe ich mir noch offen gelassen. Aber Leipzig ist fest im Kalender. Wenn wir. Schwung, Kiste, Schwung. Wir gehen jetzt mal zu noch. Genau. Und irgendwann gibt es das nächste Schwabenfeed-Baden oder Baden-Feed-Schwaben-Tag ja, hier. Jetzt bin ich ja dann eh wieder drin. Genau. Und ich gucke mir dann mal die Tunnelbohrmaschine an. Genau, dann ist sie bald mal installiert, dass du kommst, ja, hoffe ich doch. Guck mal, welche Wand. Das kostet Nerven, die. Ja, das glaube ich. Welche Wand du mit der Maschine durchbohrst in der Wohnung. Ja, genau, fiktiv. Sind wir mal gespannt. Ja. Das bewundere ich immer deine Geduld auch und wie du da 2 Stunden hockst und vor der Kamera das Ding pastest. Und wie du manchmal merkt man ja, wie du kurz vorm Austicken bist und einwandfrei. Also, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Ciao. So, da bin ich wieder zu Hause. Aber bevor natürlich das Video zu Ende ist, ne, zeige ich euch natürlich noch, was ich bei noch jetzt wieder alles ergattert habe. Das ist einiges wieder und das freut mich. Ne? Dann drehen wir mal die Kamera um. Also zum einen habe ich hier so Gitter wieder, Gelände, Alugewebe. Natürlich für den Bau vom Berg auf der anderen Seite. Ja, da habe ich da gleich mal mitgebracht. Dann natürlich für die Winterlandschaft, ne, Bäume, kleinere, für die Stadt und so. Ne.
Eiszapfen, nochmal Bäume, Häuschen, ne, so Wartehäuschen, Berghütten, Bahnhäuschen und so, ne. Ja, und dann natürlich dieses Diorama hier, musste natürlich sein, hat 10 Euro gekostet. Das war natürlich ein unschlagbarer Preis für mich, ne. Da zu sagen, jep, ist meins. Muss mal gucken, wie ich das bearbeite oder was ich daraus mache, ob ich das im Stück benutze oder ob ich das ein bisschen zusägen werde, weiß ich noch nicht. Und dann natürlich eine Kiste mit Häuser auch für 10 Euro. Ja, das sind Reliefhäuser zum Teil, ja, und alles Mögliche noch, aber wenn ich allein schon überlege, die Häuser hier, ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser, 7 Häuser oder so, was ich jetzt so sehe, da bin ich schon weit über den 10 Euro drüber. Also hat sich's gelohnt, ja. Und mit dem Material hier, ja. Also ein bisschen mehr wie 50 Euro habe ich bezahlt. Und das kann man sehen lassen. Das war's von diesem Video Neues aus der Moa-Wohnung. Und ich, ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ihr gebt einen Daumen nach oben, ja. Mal schauen, wann ich das nächste Mal den Jürgen besuche. Und es gibt wieder Baden, Fied, Schwaben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall war es witzig wieder dort. Ne? Wir haben noch toll geschnackt, waren eben bei noch und haben dann noch ein bisschen weiter geschnackelt und alles. Also die Zeit wieder viel zu kurz, wie immer. Ja, an dieser Stelle danke dir, Jürgen. Super. Echt super. Für deine Zeit, ne, die ich jetzt wieder geklaut habe. Aber ja, so ist das. Bei noch hat es sich gelohnt, wie gesagt, aus meiner Sicht. Guter Preis zu guten Sachen. Schauen wir mal, wo die Teile verbaut werden dann in Zukunft, ne? Ihr werdet es auf jeden Fall hier auf diesem Kanal sehen. Ja, was soll ich noch sagen? Es geht bald weiter mit der Tunnelbohrmaschine, klar, ne? Einfach Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann müsstet ihr eigentlich benachrichtigt werden. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, warum es bei einigen nicht funktioniert. Mir geht das übrigens genauso. Ich sehe von Jürgen Schwäbisch Eisenbändle meistens die Videos nicht, die werden mir nicht angezeigt. Vom Alex zeigt mir die Videos nicht an und vom Michael Schulz zum Beispiel. Da muss ich wirklich dann auf den Kanal klicken. Oder ich sehe es, wenn es in Facebook oder in irgendeiner WhatsApp-Gruppe posten, sonst sehe ich das auch nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Egal. Ja. Was soll man sonst noch sagen? Was machen Sachen? Es war halt nichts mit der Seilbahn, weil ich hatte keine Nerven in letzter Zeit für die Seilbahn. Die kommt aber irgendwann wieder. Weil ich will das ja fertig haben, die Seilbahn. Aber es ist ja meine Anlage und ich habe Zeit und ich will das in Ruhe machen, habe ich immer gesagt. Und deshalb waren jetzt andere Projekte wichtiger. Es geht natürlich jetzt auch wieder weiter hier am Bahnhof. Ich muss da noch einiges ausprobieren. Mit dem Schalter und den Signalen und der Gleistotlegung, ob das funktioniert, die Baustelle einrichten und. Also ihr seht, es sind noch genügend Videocontents, Baustellen vorhanden, wenn es auch nicht um die Seilbahn geht. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Reinschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr möchtet, dürft ihr mich gern unterstützen. Ja? Danke übrigens für alle, die mich unterstützen, alle Kanalmitglieder, alle, die mir sonstig irgendwie Sponsoring unter die Arme greifen. Dankeschön. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wann das ist, keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Bis dahin, viele Grüße, Herr Markus und tschüss.